So, grüßt euch. Heute von Bulliland, Wurfscheibe mit M. Disc Jockey. Es ist eine Frisbee mit einem Lautsprecher. Verdammte Scheiße. Die bauen wirklich überall Lautsprecher ein. Spiele oder streame von jedem Bluetooth-Gerät mit einer stabilen Breitbandverbindung. Okay. Bluetooth-fähig. Hier oben steht drauf Tacker. Tacker und hier unten steht Bulliland. Keine Ahnung, wer der Hersteller ist. Es bauen auch irgendwie, also hier hinten steht auch Tacker. Stabiles und wasserabweisendes Disk-Design beinhaltet einen Bluetooth-Lautsprecher zum Musikstream. Bleibt über weite Distanz mit deinem Gerät verbunden. Genieße Musik von deinem Handy, Laptop oder Tablet. Ja, nimmt man auch alles immer mit in Park oder so. Okay. Oh. Okay, hier nehmen wir schon mal erstmal das Cheapo. Oh, das ist Cheapo. Ich weiß, ich benutze diesen Ausdruck übelst oft in meinen Videos, aber es ist nun mal weg damit. Okay, es ist einfach nur eine Orangen Frisbee mit einem Lautsprecher unten drin. Hier ist das Lade, die Ladebuchse. Keine Ahnung, wie lange der Lautsprecher hält, wenn er vollgeladen ist. Kein Plan. Stand bestimmt auf der Verpackung drauf. Könnt ihr aber sicherlich auch irgendwo im Netz sehen. Ich habe jetzt gar keine Lust, da wieder drauf zu gucken. So. Okay. Hängen den jetzt hier mal an und hoffen, dass das Teil direkt geladen ist. Das wäre schon ganz nice. Mein Handy ist leer. Schönes Handy. Ja. Aber die geht weiter. So. Hier in der Mitte ist die An-Taste. Shane. Hier ist Play, vor, zurück. Music voll laut. Hallo? Das ist aber auch cheap. So, dann gucken wir mal. Ich werde wieder volle Pulle aufdrehen. Volle Pulle. Gucken, ob das was. Da was rauskommt. Na komm schon. So, Logic 3 BT6, keine Ahnung, was soll das sein? So, jetzt gucken wir mal. Finden wir einen Disc Jockey. Koppeln? Yes. Wow, das war der Koppelsound. Nice. So, wir nehmen wieder CVS. Jetzt gucken wir mal, wo wir gekoppelt haben, ob wir hiermit auch die Lautstärke vom Handy verstellen. Er macht einfach gar nichts. Er macht nicht mal einen Tön. Mich fett. Ja, ich habe ihn gekoppelt, aber neues Gerät koppeln. Ist er noch an? Er ist an und er sucht. Er hat einfach mal direkt. Ja, gut, hält natürlich über eine lange Reichweite so. Okay, ich werde ihn einfach erstmal laden. Mal schauen. Vielleicht bringt das ja was. Weil irgendwie kriege ich ihn nicht gekoppelt. Er versucht. Jetzt mal ohne Scheiß. Da steht drauf, Verbindung über eine lange Reichweite. Aber es geht gar nicht. Es geht noch nicht mal, wenn er daneben liegt. Willst du mich verarschen oder was? Wir versuchen. Komm schon. Wenigstens macht er ja, komische Geräusche. Schön. Danke auch. Neues Gerät koppeln. Disc Jockey. Okay, ich muss doch in die verdammte Bedienungsanleitung gucken. Geht nicht anders. Also, ich wollte ihn koppeln. Das hat nicht funktioniert. Da hat er immer nur ein komisches Geräusch gemacht. Dann habe ich ihn einmal an, einmal ausgemacht und schon war er automatisch gekoppelt. Also, es ist sehr verwirrend, dieses Gerät. So. Thank you.
Also damit kann ich nur die Lautstärke vom Handy verstellen. Ich bin jetzt nicht beeindruckt, muss ich sagen. Aber sowas von nicht. Kommt es besser, wenn man ihn wirft? Schöne Erfindung, wenn man vielleicht einen vernünftigen Lautsprecher verbaut hätte. Ich gucke mal, ob ich andere GEMA-freie Mucke finde, die vielleicht ein bisschen lauter ist, aber nehmen wir das. Ah, das ist ein bisschen lauter, aber naja, ihr könnt es euch ja mal anhören. Ich werde mal ganz kurz. Danke. Okay, ich sag mal, wenn man das Ding für einen schmalen Euro irgendwo abgreifen kann, ist es okay. Pff, aber der Lautsprecher ist wirklich grenzwertig. Also wirklich grenzwertig. Der ist nicht geil. Ich weiß nicht, ob sich beim Werfen vielleicht geiler anhört, aber das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Das ist ganz schöner. Ja. Ich sag mal, ich habe glücklicherweise nicht den vollen Preis bezahlt, weil dann hätte ich mich fucking zu Tode geärgert. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Weil
Keine Ahnung, original hat der, glaube ich, mal 20 gekostet oder so. Und das wäre dann echt too much gewesen. Ja, wie gesagt, für einen schmalen Euro kann man sich den sicherlich mitnehmen, so als Gag. Ich werde euch das Ding, jetzt sieht man auch mein Kabel leider, aber ich muss meine Kamera laden, werde euch das Ding natürlich verlinken. Ansonsten lasst mir gerne einen Kommentar da oder abonniert meinen Kanal. Bis denn dann, ciao.